Hallo, ich bin Tommy und gleich wird etwas Wundervolles passieren. Du kennst das bestimmt, dass jeder Mensch in der Gesellschaft irgendwie die Verantwortung hat, rücksichtsvoll zu sein. Und der Mensch, der dir dieses Video geschickt hat, hat damit seinen Job erfüllt. Er hat nämlich all seinen Mut zusammengenommen, um dir gegenüber ehrlich zu sein. Er möchte dir nämlich was ganz Wichtiges sagen. Und dein Job? Nun ja, du hast die Gelegenheit, in nur 10 Minuten das Leben eines Menschen positiv zu verändern. Und damit keine Fehler passieren, werde ich dir in diesem Video erzählen, wie das Ganze funktioniert. Egal, ob dir etwas komisch vorkommt oder du etwas nicht verstehst oder du etwas fragen möchtest, warte bis zum Ende des Videos ab. Schau es bitte ohne Unterbrechung. Das ist der Wunsch des Menschen, der dir dieses Video schickt. Bitte nimm darauf Rücksicht. Wenn Punkt 1 absolut verstanden wurde, kommen wir weiter zu Punkt 2. Der Mensch, der dir dieses Video zeigt, ist nicht heterosexuell, sondern homosexuell. Ah, stopp! Denk an Punkt 1, konzentriere dich und schaue das Video bis zum Ende. Dann kannst du Fragen stellen. Jetzt kommen wir zu deinem Job. Und der ist super wichtig und den werde ich dir jetzt erklären. Wichtig ist jetzt jede Kleinigkeit. Alles hat einen Einfluss auf die Entwicklung des lieben Menschen, wegen dem ich gerade mit dir rede. Alles wird nach dem Video analysiert. Wie du redest, wie du guckst, wie du atmest. Vor allem, was du sagst, wird analysiert. Der liebe Mensch hat wahrscheinlich gerade ein wild pochendes Herz, weil er dir dieses Video geschickt hat und deine Reaktion abwartet. Denkst du jetzt, dass eine komplett neue Person vor dir sitzt? Musst du nicht. Es hat sich nämlich rein gar nichts geändert. Außer eine Kleinigkeit, und zwar, die Person möchte dich ein bisschen mehr teilhaben lassen an ihrem Leben. Was muss ich jetzt machen? Dazu kommen wir gleich, aber erst sage ich dir, was du nicht machst. Was muss ich jetzt nicht machen? Was du nicht machst, ist zum Beispiel so reagieren. Du bist was? Glaub mir, damit machst du mehr kaputt, als du vielleicht denkst. Absolute No-Gos wären auch noch folgende Situationen. Oh, Allmächtiger, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Nicht heterosexuell, steh uns bei. Das sieht man dir gar nicht an, du siehst voll normal aus. Oh, okay, und du bist... Und du stehst auf. Das war mir klar. Du warst schon immer irgendwie anders. Bist du nicht ein bisschen zu jung, um das zu wissen? Oh je, ist das gerade im Trend? Wo brauchst du Aufmerksamkeit oder was wird das hier? Mann, ey, ich verstehe nicht. Alles in diese Richtung wäre doof. Ich meine, dieser Mensch hat sich nicht ausgesucht, so zu sein, wie er ist. Aber er hat sich ausgesucht, dir dieses Video zu zeigen und sich dir zu öffnen. Und das ist der größte Vertrauensbeweis, den es überhaupt gibt. Also... Geh damit nicht leichtfertig um. Lass dir Zeit, es zu verstehen. Dieser Mensch hatte ja auch Zeit, sich selbst kennenzulernen und sich selbst zu verstehen. Natürlich hast du jetzt sicherlich auch Fragen und das Outing könnte dich ja auch irgendwie betreffen. Wenn du mehr über das Thema erfahren möchtest, kannst du in der Infobox schauen, da sind einige hilfreiche Links, die dir vielleicht auch helfen, das Outing besser zu verstehen. Was muss ich jetzt machen? Das Gute für dich ist, du musst gar nichts machen. Du musst keine Grundsatzdiskussion darüber starten, ob man sich überhaupt outen muss, weil es ja so normal ist. Du musst auch keine Fragen stellen. Ich meine, wenn du Fragen hast, darfst du sie natürlich stellen, aber belass es bitte bei angemessenen Fragen, weil die Person ist wahrscheinlich noch ein klitzekleines bisschen schüchtern und auch noch selbst neu auf diesem ganzen Gebiet. Du musst nicht mal meinen Kanal abonnieren oder dieses Video liken oder irgendwie kommentieren. Das Einzige, was du jetzt machen musst, ist, nimm die Person in den Arm, die dir dieses Video geschickt hat.